Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, neues Gameplay heute von mir und zwar spiele ich Sweet Surrender auf der Quest. Und Sweet Surrender ist ein Game, was es auf der Quest gibt, also Quest Only und für die PC-VR-Brillen auf Steam. Und beide Versionen kosten 24,99 und ich habe die Quest-Version jetzt getestet und ich muss sagen, es läuft verdammt gut auf der Quest, es macht mega viel Spaß. Besonders wenn man kein Kabel hat, macht es natürlich umso mehr Spaß, dass man sich nicht immer wieder verheddert. Das ist ein kleines Manko bei den PC-VR-Brillen, die man so hat. Und ja, Sweet Surrender ist ein Roguelike-Game und ich möchte euch jetzt hier auch einen kompletten Run vorstellen. Es ist ein Run ohne Pause, ohne alles. Und den habe ich dann durchgezogen, geht ungefähr eine Stunde 13. Ich bin nicht ganz bis zum Ende gekommen, aber ich bin schon relativ weit gekommen, denke ich mal. Und mir macht das Spiel unwahrscheinlich viel Spaß. Und ja, man muss Roguelike Games mögen. Ne? Wenn man stirbt, ist man tot und fängt von ganz unten wieder an und hat keine Fortschritte, keine Upgrades und so weiter und so fort. Man verliert alles. Aber dadurch wird man auch immer wieder besser. Also von Run zu Run, ich habe jetzt, glaube ich, 4 Runs. Und ich habe schon gemerkt, dass ich von Run to Run immer wieder besser werde. Und ja, also mega geiles Game, finde ich. Und ja, Roguelike Games mag ich, also habe ich früher nicht gemocht, mag ich aber jetzt. Ist ungefähr, ja, komplett anderes Setting, aber Ancient Dungeons geht so in die gleiche Richtung, auch mit den ganzen Upgrades, die man so sammeln kann, kombinieren kann miteinander. Und ja, schaut euch selber an. Schauen wir uns mal ganz kurz die Oculus-Seite an und danach auch mal die Steam-Seite. So, wir haben hier 199 Bewertungen und wie ihr seht, ja, ich kann denen nur zustimmen. Also 24,99 ist hier auch gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Bekommt auch immer weiter noch Updates dazu. Und ja, wie wir hier sehen, ne, wir arbeiten echt immer weiter daran. Ich habe jetzt in der Aufnahme keinen Bug gehabt. Aber als ich getestet habe, habe ich einen Bug gehabt, das ging aber eigentlich relativ schnell weg. Ich konnte meine Waffe nicht mehr hinten in den Halfter machen und musste dann einen Raum weitergehen mit der Waffe in der Hand und danach konnte ich die wieder wegpacken. Ich weiß nicht, woran es lag. Ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht, das Problem. Ja, es gibt alle möglichen Sprachen, wie wir hier sehen. Und ja, ist ein deutscher Entwickler. Kommen aus München, glaube ich sogar. Und schauen wir uns jetzt mal die Steam-Seite an. Und hier haben wir auch positiv 44 Bewertungen. Nur, schade, ist irgendwie wahrscheinlich ein bisschen untergegangen, das Game. Aber ich muss sagen, wenn es untergegangen ist, völlig zu Unrecht, weil es macht mega viel Spaß. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich auch heute oder morgen nochmal zocken, weil es einfach so mega genial war. Auch der Run hat mir jetzt Spaß gemacht und ja, Stunde 13 ist natürlich für einige Leute zu lang, aber am Anfang vom Gameplay erkläre ich da ein paar Sachen zu dem Game. Vielleicht ist das für Anfänger jetzt, die das Spiel noch nicht kennen, ganz interessant. Und wenn euch Spaß macht, freue ich mich natürlich, wenn ihr das ganze Video guckt und könnt natürlich auch gerne am Ende mal ja, ein paar Kommentare reinschreiben, wie euch das Spiel jetzt gefallen hat. Ob ihr es schon getestet habt, ob ihr euch das jetzt eventuell holen wollt, nachdem ihr das Video gesehen habt. Und ja, von mir kriegt es auf jeden Fall auch 5 Sterne und klare Kaufempfehlung. Und ich würde sagen, ja, viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Sweet Surrender und wir zocken die V656. Ich vermute, dass das die Versionsnummer ist. Und ja, als allererstes würde ich euch gerne die Einstellungen zeigen bei dem Game hier. Und fangen wir ganz oben an. Allgemein, wir haben deutsche Texte, das ist ganz cool. Okay, ist auch ein deutsches Entwicklerstudio aus München, von daher wäre es schade gewesen, wenn es nicht hier auf Deutsch wäre. Da haben wir Asiatisch, nochmal irgendwas Asiatisches, dann Englisch, Spanisch und Französisch. Und ja, wir bleiben natürlich auf Deutsch. Wir haben hier die Halfterposition, ich lasse sie auf niedrig, man kann es dann einstellen, wie man möchte. Dann haben wir die Händigkeit, ja, ich bin Rechtshänder, deshalb nehme ich meine Haupthand auf rechts. Dann haben wir hier nochmal auf Standard setzen. Wenn man irgendwas zu viel verstellt hat, kann man das dann hier ändern. Dann haben wir den Waffenzielwinkel. Dann kann man dann hier einstellen, in welchem Winkel die Waffe dann zielt. Das ist für manche Leute ganz wichtig, je nachdem, was man für Controller nutzt. Vibrationen,
Ja, ich lasse sie auf ein, das sind die Controller-Vibrationen. Dann haben wir hier die B-Haptics-Weste, habe ich jetzt nicht, deshalb auch aus. Dann haben wir die Bewegung, ich benutze Free Locomotion, das ist diese Einstellung, Joystick. Dann haben wir Teleport, dann haben wir so eine Mischmasch aus Joystick und Teleport. Und ja, die Bewegungsrichtung bleibe ich auf Kopf. Das ist quasi da, wo ich hinschaue, da gehe ich auch hin, wenn ich nach vorne drücke. Dann spielen wir im Stehen, kann auch auf Sitzend gestellt werden. Und dann haben wir die Komfortoptionen. Ja, die Vignette, meinen Lieblings-Komfortoptionsmodell, sage ich mal. Ich hasse die Vignette, von daher definitiv aus. Dann haben wir hier die Fallart, das heißt, wenn ich irgendwo runterspringe, ob es konstant passiert oder ob man dann einfach ja, das schnell erlebt oder dann auf Teleport, dass man halt runterfällt und dann direkt unten ist. Ich lasse auf konstant, ist für mich irgendwie am besten. Dann haben wir die Drehart, das heißt, wenn ich mich hier mit dem rechten Thumbstick links oder rechts bewege, ob es dann auch ne, gleichmäßig passiert oder in, ja hier heißt es Knack, das sind hier diese Gradwinkel. Das Drehtempo, gut, das würde dann nur bei gleichmäßig sein, lasse ich erstmal so. Waffe halten, manuell oder konstant halten, das heißt, wenn ich auf konstant halte, muss ich die Grifftaste die ganze Zeit halten, um die Waffe auch nicht loszulassen. Lasse ich auf manuell halten, ist ein bisschen, ja, angenehmer, sage ich mal. Ja, Audio-Option, hier können wir die Musiklautstärke noch ein bisschen anpassen und die Effektlautstärke, Gesamtlautstärke. Ja, das war es erstmal im Großen und Ganzen. Dann haben wir einmal ein Tutorial, das habe ich schon gespielt. Ich habe 3 Durchläufe gemacht schon hier, kleinere, und 2 Aufnahmen. Zweimal ist die Aufnahme, ja, leider hat die nicht geklappt. Ich hoffe, jetzt klappt's. Und ja, wie man sieht, ich bin hier Rang 728 und ja, Level 3.1 bin ich gekommen. Zum Ablauf, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben einmal einen Abenteuermodus, den wir spielen können. Den spiele ich auch jetzt gleich mit euch. Und dann haben wir einen Tagesrun. Dann sind irgendwelche zusammengewürfelten Level, die dann für alle weltweit gleich sind. Und man hat einen Versuch. Und ja, da kann man dann Punkte sammeln und so weiter und so fort. Wir gehen in den Abenteuermodus. Hier kann man sich einzelne, ja, Klassen auswählen und freischalten. Die waren noch nicht freigeschaltet, man hatte nur die. Und dafür müsste ich noch ein paar Gegner töten. Wir bleiben erstmal auf Rebell. Das ist so eine ausgewogene Klasse. Und ja, hier ist unser Startraum. Zum Ablauf oder zum Spiel überhaupt, zur Story. Wir spielen hier ein Roguelike-Game. Das heißt, wenn wir sterben, wird alles auf Null gesetzt und man muss von vorne anfangen. Alle Waffen, die man sich freigeschaltet hat, alle Upgrades und so weiter sind weg. Alle, ja, Zahnräder, das ist die Währung hier, mit der man Waffen und Zusätze kaufen kann, sind weg. Und ja, wir fangen in den Minen an und arbeiten uns dann langsam voran. Ich bin bis, ich glaube, ungefähr hier gekommen und dann war auch Ende. Es war sehr hart, muss ich sagen. Und man kann dadurch nur lernen, dass man immer vorsichtiger sein muss. Und wir haben Upgrade-Slots, die sind hier. An jedem Arm haben wir 2 und ja, werden wir gleich sehen, wenn wir welche sammeln, dann gehen wir da nochmal drauf ein. Und am Anfang haben wir eine Waffe zur Verfügung, das ist hier die normale Handfeuerwaffe. Nachgeladen wird, wenn man einfach runter macht. Man muss nicht irgendwie auf Knopfdruck runterladen, nachladen oder jetzt wirklich manuell das Magazin nachladen. Das ist ja, halt mehr Arcade-mäßig, sage ich mal. Und wir haben hier eine Map. Die ist jetzt natürlich sehr klein. Fällt die aus, weil wir noch nicht im Spiel selber sind. Und grün zeigt immer an, da wo ein Aufzug ist, da wo wir hin müssen. Die Map ist noch ganz wichtig nachher. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach an. Den Rest erkläre ich euch während des Spiels. Hier ist unser Fahrstuhl und meistens bei diesen Games, Dungeon Crawl und so weiter, geht es ja meistens runter, aber hier geht es immer weiter hoch. Ist auch mal eine Abwechslung. So, hier sind wir auch schon. Und zum Spiel muss ich sagen, mir gefällt es echt gut. Grafik passt eigentlich, ist halt so ein bisschen Comic-Style, so Borderlands-Style, sage ich mal. Finde ich vollkommen in Ordnung für das Game hier. Und ja. Genau, zur Karte. Hier sehen wir, roter Punkt sind 4. Hier sind die Räume, wo wir noch nicht waren.
hier gibt es einen Fahrstuhl, hier gibt es einen Fahrstuhl. Am Anfang versuche ich immer wirklich alle Räume abzuklappern, um Zahnräder zu sammeln, Upgrades zu sammeln. Nachher macht es natürlich auch weiterhin Sinn, aber man muss es dann nicht mehr unbedingt machen. Aber ich glaube, wenn es schwieriger wird, wenn man so auf die Ebene kommt, ist man froh, weil man einen Aufzug gefunden hat. So, der hat direkt einen Kopfschuss gekriegt. Hier schießt noch irgendwas, okay. Habe ich die Waffe fast weggeschmissen. Wir haben Waffenslots und ja, wir können auch nachher Granaten sammeln. Die sammeln wir hier. Wir haben hier zwei Waffenslots, links und rechts. Und für eine große Waffe, entweder kann es eine Nahkampfwaffe sein oder ein Gewehr. Die haben wir hier auf der Schulter. Haben wir einen Waffenslot. Wie gesagt, Zahnräder sind unsere Währung hier. Okay, hier ist nichts. Genau, die Waffe können wir uns auch noch schnappen von ihm. Da haben wir schon mal zwei. Ist besser als eine. Okay, hier haben wir. Es gibt kleine Zahnräder, mittlere und große. Ja, die großen sind, glaube ich, 20 Punkte und die anderen waren 10, die mittleren. Okay, das ist so ein Turm. Boah, der Kleine hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass der auf einmal da steht. So, jetzt klappen wir uns nochmal hier alles ab. Genau, hier haben wir jetzt eine EMP-Granate. Hier haben wir jetzt weitere Waffenslots. Die packe ich mir erstmal hier hin. Und hier haben wir einen Upgrade. Erhöht Schussrate etwas. Und die können wir uns dann hier dran packen. Und ja, dann kommen wir auch wieder runter. So, Medic-Stationen sind auch ganz wichtig. Die sollte man immer abgrasen. So, jetzt haben wir den Fall, dass wir einmal nach vorne können. Und da wäre der Ausgang und dann kommen wir nochmal nach hinten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal geradeaus und gucken, was wir da noch sammeln können. Wie gesagt, anfangs will ich so viel looten, wie es geht. Weil die Gegner auch jetzt noch nicht so hart sind. Hat sich schon mal gelohnt, hier haben wir zwei Truhen. Wir haben einmal ein automatisches, halbautomatisches Gewehr. Packen wir uns mal weg. Noch eine EMP-Granate. Kann nicht schaden. So, keine Zahnräder mehr. Zwei Upgrades. Einmal mehr Schaden. Und dann auch nochmal geringe Erhöhung der Max-LP, das heißt diese Balken. Ne, haben wir gesehen, ist ein bisschen höher gegangen. Auch ganz gut. Diese Upgrades gibt es auch in verschiedenen Stufen und die werden nachher, desto höher man kommt, natürlich umso wertvoller. So, jetzt könnten wir einmal hier raus. Wir gehen jetzt auch einmal hier lang. Gucken uns mal an, was da ist. Die Kleinen, die erschrecken einen aber ganz gut. So. So, Granaten, Medic. Ist ganz gut. Hier haben wir jetzt nichts, was wir aufsammeln können. So, jetzt müssen wir echt aufpassen. Man kann hier auch schnell selbst drauf gehen. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Jetzt gehen wir da lang. Jetzt muss ich mich aber mal ganz kurz vernünftig drehen. Oben waren wir ja gerade schon.
Es gibt also Roboter, die hängen an der Decke, so Spinnenroboter. Okay, wir sind voll. Mehr können wir nicht nehmen. Deshalb. Hier geht's dann gleich raus. Welche sein, genau. So. Schauen wir uns mal um, ob wir hier was zum Looten haben, aber haben wir jetzt nicht. Schade. Na komm. Jetzt geht's. So, Zahnräder. Gut, da können wir jetzt eh nichts machen. Können wir trotzdem mal reinhauen. So, dann sind wir auch schon raus. So, das ist der Punkt, wo wir dann immer hochfahren. Hier haben wir nochmal eine Möglichkeit, Upgrades, Medic zu kaufen. Schauen wir mal, was die an Upgrades haben. 20 Tempo und erhöht Schussrate etwas. Ich würde sagen, wir sparen uns das auf, weil so viele Zahnräder haben wir noch nicht. Hier sind auch mal noch mal welche. Und dann gehen wir eine Etage höher. Ins Ungewisse. Jetzt habe ich noch nicht mal die Waffe hier benutzt. Das machen wir gleich. Haben wir schon so ein schönes Gewehr gefunden, dann müssen wir das auch mal nutzen. Okay, hier scheint es keinen Gegner mehr zu geben. Es gibt auch einen coolen Revolver, der hat zwar nur einen Schuss, aber der ist auch ziemlich stark. Man die hier irgendwie. Ja, guck mal. Und tschüss. Oh, da war ein Zahnrad. Natürlich blöd, wenn die direkt immer losstürmen, wenn man gerade noch hier dabei ist. Gerade reinzukommen. Bisschen blöd, aber gut. So, okay. Da war nichts zum Looten. Hat uns natürlich sehr viel Energie gekostet hier der Raum. Ja, vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Sieht aber aktuell nicht so aus. So, wo können wir jetzt lang gehen? Wir können geradeaus oder wir checken erstmal den Raum hier. Okay. Kein Problem. Schnell mal Zahnrad hier holen. Ziemlich ruhig. Kann auch eine Schrotflinte finden, also Waffen sind ja auch einige. Okay, scheint frei zu sein.
Ja, hier würde man jetzt rausgehen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen auch den anderen Raum mitnehmen. Die anderen Räume. Weil da kann auch echt noch cooler Loot liegen. Was uns das Ganze dann natürlich vereinfacht, ne? Wenn wir gute Upgrades finden, werden wir natürlich immer stärker. Junge, 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 die waren aber hart. Okay, den Bug hatte ich schon mal. Dann musste ich erst aus dem anderen Raum reingehen, um wieder zu wechseln. Wir haben eine Medic-Station. Also es hat sich jetzt für zwei Zahnräder nicht wirklich gelohnt, muss man sagen, aber gut. Den greifen wir noch nicht an. Wir haben auch noch die Möglichkeit, EMP-Granate zu nehmen. Boah, man denkt erst, okay, man ist in Sicherheit. Dann kommt er aber relativ schnell hoch. Okay, der bohrt dann noch schön. Sollte ihn erstmal außer Gefecht setzen. Okay. So, da geht es raus. Wir wollen den Raum noch abchecken. Zwei Truhen, immerhin. Dann hauen wir uns direkt rein. Schussrate, okay, wir haben noch einen Slot frei. Nehmen wir auf jeden Fall mit. MP-Granate und dann haben wir noch mäßige Erhöhung der Max-LP-Zähigkeit. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier einmal Schnellfeuer. Ich glaube, Schnellfeuer würde ich erstmal rausholen. Weil LP ist mir erstmal wichtiger. Können wir hier direkt raus. Genau, und dann geradeaus. Und da geht's eine Stufe höher. So, hier auch noch ein Zahnrad liegen. So, 90 sollten wir auf jeden Fall dann mitnehmen. Da haben wir Radarstörer. Übertaktung, kritische Treffer, beschädigen gegnerische Energiekerne und verursachen eine kleine Explosion. Das ist natürlich nice. So, ja, so nehmen wir es und fahren wir eine Stufe höher. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Also einen Durchlauf will ich auf jeden Fall machen, einen vernünftigen Durchlauf, damit ihr auch mal ein bisschen vom Spiel seht. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Aber ich versuche so viel, wie ich jetzt gelernt habe, auch euch zu erklären, zu zeigen. Komm. Wie viel kommen denn da noch? Leute, euer Ernst? Das sollten sie gewesen sein, ne? Und damit können wir gleich hochfahren, wenn wir wollen. Schauen wir uns erstmal hier um, ne? So. Da ist noch ein Raum, den ziehen wir uns natürlich gleich auch rein. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Abschirmschild. Ein Schutzschild zum Zurückwerfen. Kriegen wir den in den Waffenslot rein? Nee.
aber in so einen. Ja, das ist doch geil, oder? Das können wir gleich direkt mal ausprobieren. Gehen wir in den nächsten Raum. Hier? Brennstoffstelle. Ein Brennstoff kann in gutem Zustand für den Antrieb von großen Fahrzeugen verwendet werden. Packen wir ein. Granate. Da würde ich eine EMP-Granate wegpacken. Was haben wir hier? Laserhandfeuerwaffe. Nice. Mit einem kleinen Red Dot. Oder Green Dot. So, der Raum hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Oh, eine Medic-Station. So, jetzt fahren wir, teleportieren wir uns hier hoch. Genau, gehen da lang. Das schon mal gelohnt, oder? Da muss noch irgendwo ein Gegner sein. So, looten! Schon mal ein kleines Zahnrad. Jetzt müssen wir mal schauen. Da ist noch ein Raum. Okay. Ist noch einer drin, oder? Ich dachte gerade, ich hätte es abgekriegt, aber ich bin gerade irgendwo durchgepackt. Schon mal nicht schlecht. Eine Kiste wäre natürlich auch gut. Mit noch einer neuen Waffe oder so. Aber ist okay. Lange Gänge. Alle Headshots, das ist gut. Noch 7, dann habe ich die andere Sniper-Klasse freigeschaltet. Nahkampfwaffe will ich nicht, brauche ich nicht. Gucken wir uns mal ganz kurz was um hier. Ich glaube, da ist nichts mehr. Da ist ja auch der lange Gang, ne? Ja, okay. Also sieht aktuell ganz gut aus. Wir haben eine coole Waffe, ein Abwehrschild, genug LP.
jetzt ein bisschen mehr Power haben. Aber für erstmal gar nicht verkehrt. So, hier ist dann auch nichts mehr. Genau. Wer will jetzt eine Waffe von uns? Ich glaube wirklich ein Heilungskit. Ich habe leider keins. Also manchmal will der auch nur eine Waffe haben, irgendeine. Ja, ich kann ihm jetzt kein Heilungskit geben, weil ich keins mehr habe. Der würde uns jetzt eine Etage höher bringen. Dann überspringt man, glaube ich, ein Level. Tja. Kann man nicht mit ihnen. Genau, hier sind wir in den Slums angelangt. Ändert sich das Level-Design natürlich auch. Noch sehe ich keine Gegner. Das kann sich ganz schnell ändern. So, ich würde jetzt sagen, EMP packen wir weg, dass wir wenigstens eine haben. Ich weiß nicht, ob wir die Brennstoffzelle überhaupt gebrauchen können. Aber wer weiß. Drücken wir uns trotzdem rein. So, die will ich wegpacken. Wir haben jetzt hier diese Schrotflinten. Eigentlich ganz nice. Packen wir uns auch mal ein. So, dass wir immer mal ein bisschen auch andere Waffen zeigen können. Da gibt es noch einen Granatwerfer. Ein kleines, eine Uzi. Oh, da ist noch eine Kiste. Dort nehmen wir einfach mal mit zum nächsten Raum. Packen wir uns erstmal den. Genau, hier haben wir noch so Protokolle. Die sind dann natürlich auch in Deutsch, also eine kleine Story hinterlegt. Kann man sich dann auf jeden Fall auch mal anschauen. Wird dann immer was über die Gegnertypen erzählt und ja. Auch ganz cool finde ich, dass es dann sowas auch gibt. Komm, flieg doch hoch. So, das explodiert ja gleich. Relativ großer Raum hier. Wer hat die produziert? Man nennt ihn den Produzenten. Haben wir jetzt nichts Großartiges an gutem Zeug hier rumliegen? War das ein verschwendeter Raum? Aber echt bitter. Nee, guck mal, wenigstens eine Kiste. Ah, super.
Genau, die habe ich auch eben einfach verschwendet. Na gut. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Wie war das? Mal hat man Glück, mal hat man Pech, mal hat man Gandhi, ne? Genau, wir müssen jetzt geradeaus. Schauen, was wir hier haben. Okay, da ist erstmal nix. Okay. Nichts Großartiges hier, ne? Packen wir uns mal den Kram. Erhöhte Stabilität. Nee. Wechsle ich jetzt nicht. Zähigkeit. Mäßige LP-Erhöhung. Habe ich Zähigkeit. Das ist aber Zähigkeit 2, ne? Also sollten wir auf jeden Fall eine austauschen. Ich finde, man sieht schlecht, was man austauscht. Zähigkeit 2 gegen Zähigkeit 2. Okay. So, da haben wir noch eine Bombe, die können wir gleich auch mitnehmen. Ich würde in den Raum gehen. Da ist irgendwo ein Sniper. Also wenn man da dran steht, kann man nicht mehr so gut zielen. So, da jetzt noch ein Raum. So, das sind Haftbomben, Klebegranaten, ist da eigentlich auch nicht schlecht. Würde ich dann mal gegen die austauschen. Feuerkraft 2. Wir haben hier Übertaktung. Und da haben wir Feuerkraft 1. Okay. Würde ich dann so lassen. Ja, ist ja gar nicht schlecht, hat sich dann trotzdem gelohnt, hier noch hinzugehen. Snipergewehr finde ich aber überhaupt nicht gut, aber ja, macht halt einen Riesenschaden, aber halt auch nur einen Schuss. Und Nachladen dauert dann natürlich auch ein bisschen. Da bleiben wir hier erstmal. Na, guck mal. Das ist eine Adrenalinspritze. Da haben wir eine Maschinenpistole, die ist aber auch nicht gut. Da ist man dann unverwundbar eine Zeit lang. Ich packe jetzt die Energiebrennstoffzelle weg. Ist ein bisschen blöd. Ich weiß, ist natürlich ein Fehler. Werden wir gleich mit Sicherheit merken. Wow!
Das waren aber gerade viele, du. Protokoll 4 haben wir schon eben gelesen und kurz angeschaut. So, was hat der verloren für ein Upgrade? Okay, ist natürlich nicht schlecht, aber wir haben eigentlich relativ gute Sachen. Wir haben also eine Maschinengewehr. Macht auch Spaß, die können wir mal wechseln. Freundchen. Achso, wir hätten gerade ausgemusst, okay. Schließt irgendwie. Ah, da geht's weiter. So. Sämtliche Heilung um 1. Komm, nehmen wir den und packen diese Übertaktung weg. Und ich würde sagen, alles andere lassen wir erstmal. Wir haben eine Heilung, ein Adrenalin-Kit. So. Weiter geht's. Also ich will wenigstens die Slums auch überleben und noch eine Stufe rüberkommen. Und dann können wir von mir aus sterben. Aber das will ich noch erleben mit euch. Genau, nach Slums kam dann Industrial oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, wir könnten ruhig mal diese Abwechslung reinbringen. Mann, das ist ein bisschen blöd. Läuft doch gut bisher. Man soll nicht so früh loben, ne? Die können wir vielleicht gleich nutzen. Können wir direkt werfen. Hier könnten wir direkt raus. Da könnten wir noch ein bisschen looten. Keine Chance hat er gehabt. Der arme Kerl. Hallo? Präzisionsflinte ist gekauft. Die ist gekauft. Oh, was haben wir denn da? Da wird ja immer besser. Jetzt kriegen wir zwei so geile Waffen.
Ja, behalten wir natürlich die. Und dann haben wir Feedbackschleife. Erfolgreiche Tötungen durch Kopfschüsse laden die Waffe nach. Also da gibt es noch was, das lädt das Leben auf, wenn man erfolgreiche Kopfschüsse macht. Das ist natürlich auch ein cooles Upgrade. Nee, nehme ich nicht mit. Finde ich die anderen Sachen erstmal besser, die wir haben. So, dann geht es noch in den Raum zum Menü. So. Geballert. Fahrstuhl bitte. Und runter. Boah, die macht schon gut Schaden. Wahnsinn. Gefällt mir. Protokoll 5. Wir kämpften uns durch scheinbar endlose Korridore. Die Lagerhallen sollten nicht weit entfernt sein. Aber McGale war unser Navigationsoffizier. Wir kamen nur langsam voran. Nachdem wir uns durch einen weiteren Belüftungsschacht gezwängt hatten, landeten wir in einem Kontrollraum. Wir sahen keine Bedrohung. Ich begann, die Schalltafel nach einem möglichen Kartenprojektor abzusuchen und hörte einen klappenden Aufprall. Ein Spinnenbot war hinter Kain gelandet. Die Schalltafel schützte mich vor dem größten Teil der Explosion, aber ein großes Stück Schrapnell erwischte mein Bein. Kain ist tot. Ja, der Kain nicht aufgepasst, ne? So geht's. Okay. Also erfolgreich die Schrotflinte, die neue, getestet. Die macht mal richtig gut Damage. Und da sollten wir eigentlich noch ein bisschen weiter mitkommen. Haben wir hier noch was? Hier ist der Revolver. Okay. Lassen wir jetzt eine davon da und nehmen den Revolver. Obwohl, ich will gar kein anderes mehr als den hier. Erstmal nicht mehr schaden. Erweitertes Magazin. Das ist natürlich nicht so schlecht. Die Feuerkraft ist weg, ne? Ja. Macht bei dem Revolver natürlich nichts aus. Okay, hier ist aber nichts mehr, wie ich jetzt sehe. Okay. So, jetzt wird es auch langsam interessant. Militär-EMP-Patronen betäuben Maschinen immer. Okay, erfolgreiche Tötung durch Kopfschüsse laden die Waffe nach. Kaufen wir uns natürlich definitiv. Da kommt die Heilung weg. Und Feedback-Schleife.
erweitertes Magazin kommt weg. Ja, ja, ist besser. Da können wir am meisten mit umgehen mit den Sachen jetzt. Okay, langsam wird es echt interessant. Ich hoffe, die Aufnahme hält auch. Beam me up, Scotty. Fahren wir erstmal hoch. Okay, Zahnräder. Okay, weiter geht's. Nicht mit mir. Aber natürlich Glück gehabt, dass wir denen jetzt nicht so begegnet sind. Ich glaube, der hat uns direkt niedergemacht. Aber das mit den EMP-Sachen ist echt nicht schlecht. So, hier geht's raus. Ich würde auch sagen, dass wir den Weg jetzt nehmen, damit wir direkt nach oben kommen. Wahnsinn, oder? Nice. Nice and easy. So, da haben wir noch was. Was haben wir hier? Stoßfeuerwaffe. Ja, toll, eine normale Waffe mit 16 Schuss. Nee. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Feuerkraft? Nein. Nee. Schwere Munition 3. Kugeln fügen erheblich mehr Schaden zu, aber dein Magazin ist erheblich kleiner. Checken wir mal. Feedback-Schleife. Ja, komm. Damit komm ich auf jeden Fall klar. Die starken Upgrades, die können uns echt den Arsch retten da oben. Aber stellt euch mal vor, die hätten jetzt den Revolver noch minimiert. Da wären nur 0,3% drin von einem Schuss. Ja, Industrie. Sehr cool. Übelst, oder?
Meins wären wahrscheinlich die Dings gekommen. Der ballert die ganze Zeit da Raketen dran, Granaten. Ist halt die Frage. Also das Ding ist der Hammer, finde ich. Das Ding ist zwar ein Granatwerfer, kann diese Dinger. Kann man mal testen. Heilungskit-Verstärker 2. Na komm. Da geht's auf jeden Fall weiter. Machen wir auch. Wir wollen nach oben. Kein Alarm. Ich denke mal, kein Alarm ist ein bisschen lockerer. Radarsteuer, Militärradarsteuer stört gegnerische Sensoren und dann haben wir fester Hinterdruck, ja, alles klar. Komm, einen müssen wir wegpacken. Zähigkeit 2, müssen wir mal schauen. Fähigkeit 2, okay. Also ist glaube ich am besten, wenn wir es so machen. Spritze. Wie kommen wir denn hier hoch? Gar nicht. Was haben wir hier? Bessere Flinte? Nein. MRT haben die hier? Piep, piep, piep. Okay, wir wollen einfach nach oben, ne?
Was haben wir denn jetzt hier? Heilungsverstärker 3. Erhöht sämtliche Heilung um 100%. Ist so eine Sache, ne? Müsste man jetzt abwägen. Man kann natürlich auch sagen, wir machen es so. Aber das mit den schweren Muni ist schon genial. Mobile Malware war auch super. Wir nehmen den Radarstörer weg. Würde ich sagen, dass wir es so machen. Es ist schwierig. Ich glaube, so wie man macht, ist es falsch. Ich glaube, jetzt ist gleich vorbei. Die hier immer sind mit dem Alarm. Kann ja nicht euer Ernst sein. Okay. Ich will einfach nur hier raus. Stoßscharfschützengewehr. Haben wir hier noch eine MP-Granate. Oh, jetzt müssten wir zwei große Slots haben. Kann man den Jack deaktivieren jetzt hier? Ne, das ist kaputt. Okay. Geht das nur an den? Ne, ist doch lächerlich. Da haben wir bessere Upgrades. Erhebliche Erhöhung der Max-LP. Das ist doch fein. Sehr gut. Okay, wir gehen da lang.
da reingehauen, du. Haben wir noch einen grünen? Nein. Okay. Irgendwie hoch? Ja, komm ich. Kleine Drecksäcke. Was ihr seid. Feuerkraft 3. Ja, lass mal so. Das natürlich auch mitnehmen. Wahnsinn, so weit bin ich noch nie gekommen. Darf ich mal sagen, macht schon verdammt viel Spaß. Da müssen wir auf jeden Fall. Junge. Und hoch. Jetzt geht's echt gut. Heilungsverstärker haben wir 3, ne? Heilungsverstärker 100%. Greifstabilisator, erhöhte Genauigkeit. Ne, komm. Wir bleiben. Ich will so bleiben, wie ich bin. Oh.
Oh, mega Runde hier. Ist das das Ende? Moderne Stadt. Sehr bunt. Schön. Was ist das hier? Eis? Patronen detonieren, wenn sie auf betäubte Maschinen treffen. Das in Kombination. Genau. Das in Kombination mit den Dings ist mit Sicherheit super. Mit der mobilen Malware. Ich glaube, wir müssen uns jetzt von einer trennen. Ich glaube, die wäre jetzt besser. Ich liebe dich trotzdem. So, ich mache mir nicht mehr die Mühe und gehe überall hin. Oh, das war's. Das war's. Jetzt wollte ich zu viel. Aber cool. Also mega. Und ich habe auch einen guten Satz gemacht. 343 da rein. Gar nicht so schlecht, finde ich jetzt. Ja, Leute. Das war Sweet Surrender. Und ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Game haltet. Habt ihr es eventuell sogar schon mal gezockt oder... Ja, überlegt ihr es nach dem Video jetzt zu holen? Also ich kann es nur empfehlen und man unterstützt ja auch einen deutschen Entwickler, muss man auch immer dazu sagen. Wir müssen ja auch so ein bisschen zusammenhalten und absolut geiles Game, mir gefällt es und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video hier. Ihr konntet euch einen guten Eindruck vermitteln oder ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln von dem Game hier und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich natürlich freuen, wenn ihr nochmal den Abo-Button drücken würdet jetzt. Und ja, danke schön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.